wir hatten ein emotionales Video veröffentlicht. Okay, das kann man sagen. Ich will nicht weinen. Ich weine nicht. Das hier ist mein kleiner Knubbel. Oh, das ist cute. Oh nein, das wird voll das emotionale Video. Ich merke das jetzt schon. Voll mit der Musik. Oh, das ist so süß. So klein und hyperaktiv. Besten Videos genommen. Schon mal, was ein Feini. Wisst ihr, was ich liebe bei Hunden? Wenn die in irgendeine Richtung schauen, man sieht so das Weiße vom Auge. Das ist immer so cute. Oha, was war das denn? Psych! Gib mir dich! Sehr gut, Team. Legen wir los? Ah, ja. Kurz zur Aufklärung. Ist es ein einziger Hund gewesen? Ach du Scheiße. Ja, aber sagen wir... Ja, egal, das können wir nicht erklären. Ich würde nicht sagen, dass ich nah am Wasser gebaut bin. Ich kann nur nicht glasrige Augen sehen. Also wenn ich sehe, dass jemand weint, weine ich mit. Einfach wegen den... Ich kann das nicht sehen. Ich finde es ganz, 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 ganz schlimm. Das ist der Hundeblick. Nein! Ich habe keinen Hund. Ich habe aber ab März einen Hund. Ich habe zwei Katzen. Die bei meinen Eltern jetzt sind. Ich bin ja ausgezogen, deswegen. Du gehst noch einen Kuss zu abschließen. Oh, danke schön. Ach komm, jetzt sind wir einfach alle hier. Oh, er ist ja direkt am Drehen. Nee, 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 nee. Das kann ich gar nicht sehen. Ach, scheiß drauf. Dann kann ich es auch einfach jetzt erzählen. Okay, also Leute. Das ist eine sehr, sehr harte Nummer, darüber zu reden, weil das ist für mich das Schlimmste. Mein Hund, mein Baby, der einfach mein Baby war. Och Mann, ich habe so gehofft, dass ich irgendwann einfach darüber so reden kann, dass ich das ohne so hyperemotionaler Sache ansprechen kann, so einfach so, wie es halt ist. Aber es ist noch zu früh, deswegen ich kann da, also deswegen heule ich einfach. Mein Hund ist gestorben. Und das ist auch schon eine Weile her. Und das Allerschlimmste daran ist einfach, dass er vergiftet wurde. Oh,
ich kann nicht. Das, ey, Chase, ich kann nicht, wenn jemand weint. Ich, das ist ganz, 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 ganz schlimm. Und dann noch die Situation, dann noch das Video davor. Ui, ui, ui. Okay, ganz viel Kraft senden wir, Unge. Und ich sag euch gleich nochmal was zu der Thematik mit Hund vergiften, etc. Weil irgendein dreckiger Hurensohn Giftköder gelegt hat. Und das Problem ist, dass man die Person nicht finden kann, weil es einfach, das ist so das Dreckigste, was jemand machen kann. Das war so schlimm und ich habe es die ganze Zeit mit mir rumgetragen, weil ich nicht bereit war, darüber zu reden, aber jetzt ist es halt einfach, ist die Situation einfacher zu ergeben. Jetzt spreche ich es einfach an, damit ich es mal loswerden kann. Es war so schlimm, ich werde das auch niemals vergessen, weil erstmal war es mein Baby. Ich habe diesen Hund so geliebt. Wir waren an so einem Wanderweg spazieren, wo auch viele Touristen langlaufen, deswegen weiß ich auch bis heute nicht, war es jemand von hier, war es ein Tourist, irgendein Tierquäler, der Giftköder hier gestreut hat. Man weiß halt einfach nicht. Man kann es nicht herausfinden, wer es war. Aber wir waren spazieren und es ging so schnell, ich habe es gar nicht mitbekommen. So schnell. Da war irgendwas. Da lag so eine Serviette oder irgendwas. Und wisst ihr, das Schlimme daran ist, ich erzähle jetzt mal ganz kurz was. Guck mal, das Schlimme daran ist, ich denke mal, er hat es nicht gemerkt, dass er, also bemerkt, dass der Ding, der Hund den Köder da gegessen hat. Und vielleicht macht er sich bis heute noch Vorwürfe, dass er früher reagieren hätte sollen oder sonst was oder hätte es sehen sollen, hätte es irgendwie bemerken sollen. Und er wird es, also ich kann mir vorstellen, dass er sich vielleicht innerlich Vorwürfe macht und das ist das Schlimmste, was es gibt. Also was ist das Schlimmste, was es gibt? Das drückt einfach noch mehr in die Wunde rein. Es war nicht seine Schuld, ey Chat, das will ich nicht sagen. Ich meine, man macht sich selber Vorwürfe. Das ist das, was ich meine. Er meint, er gibt sich keine Schuld dafür. Ja, das ist sehr gut. Aber ich meine, guck mal, pass auf, ich sag einfach nur, wie es bei mir ungefähr war. Meine Oma, die lag im Krankenhaus, die wohnt in Kasachstan, ich wohne in Deutschland. Wir sind da hingeflogen, mit 12 war ich, 13, 12 war ich ungefähr. Meine Oma war schon krank. Die hat einen Schlaganfall bekommen, war da im Krankenhaus, dann wollten wir die besuchen gehen. Die ist hingefallen, war Gesichtshälfte, alles Körper war gelähmt zur Hälfte. Und meine Familie hat gesagt, nein, geh lieber da nicht hin, damit du deine Oma nicht so das letzte Mal siehst, sondern lieber noch deine Oma so gesehen hast, wie sie gesund aussah. Und ich dachte mir auch so, ja, habt recht. Und war so, ja, ich will eh lieber im Auto sitzen bleiben. So voll, voll dumm. Aber ich wollte auch mitgehen. Aber ich habe mich nicht getraut, aus dem Auto auszusteigen, einfach rauszugehen. So folgendes, ich bleibe im Auto. Meine Oma fragt meine Eltern, beziehungsweise meine Mom, nur mein Dad war zu Hause. Und meine Tante, wo ist denn Isabel? Und meine Oma hat einfach nur gewartet, dass ich komme. Dann war ich nicht da. Wir sind nach Hause gefahren, einen Tag später verstorben. Weil die meinten, die kommt nicht, dieses sitzt im Auto, blablabla. Einfach danach verstorben. Kurz nachdem wir da waren. Ciao. Und ich mache mir schon Vorwürfe, obwohl ich sage, ja, okay, man sollte sich keine Vorwürfe machen, whatever. Aber ich mache mir Vorwürfe. Deswegen denke ich, dass ich das, also, es sind natürlich zwei komplett verschiedene Situationen, ne? Aber ich kann so etwas nachvollziehen. Auch wenn man sagt, man gibt sich vielleicht keine Schuld, kann es trotzdem sein, dass man sich irgendwie vielleicht noch im Unterbewusstsein Schuld gibt. Also wirklich Tierquäler, Leute, die Tiere quälen, Köder rauslegen. Ey, ihr wisst gar nicht, was ich mit den Menschen machen würde. Kennt ihr den Film Gesetz der Rache? Oh, das würde ich gerne mit denen machen. Taschentuch am Rand, der Hund ist hingegangen, hat geschnuppert und hat dann das gefressen. Und oh, davor habe ich so Angst, wenn ich meinen Hund bekomme. So, dann direkt hole ich es aus dem Mund raus und sag so aus, pfui. Und irgendwie, das ging so schnell, habe ich gar nicht richtig realisiert. Das war auch okay, war alles noch gut. Richtig weit weg von der Stadt, wir waren im ländlichen Bereich und erst ist nichts passiert, alles war okay und dann waren wir weiter spazieren, weil ich habe mir nicht viel dabei gedacht, ich dachte, okay, keine Ahnung, vielleicht hat da irgendjemand was hingeworfen, Wurst oder weiß ich nicht was, und eine halbe Stunde später hat er richtige Krampfanfälle bekommen und dann war mir sofort klar, oh mein Gott, der muss Gift gefressen haben, dann habe ich sofort beim Tierarzt angerufen und gesagt, wir kommen sofort, bitte alles bereit machen. Sind zur Stadt gefahren und wir haben auch nochmal, wir waren eine halbe Stunde entfernt von der Stadt, vielleicht 40 Minuten. Boah, nee, das ist gar nicht gut. Ich habe ihn die ganze Zeit im Arm gehalten, im Auto, und ich habe ihn die ganze Zeit geküsst. Und dann ist er in meinem Arm gestorben.
Und das war für mich so schlimm. Ich habe schon so lange nicht mehr so heftig geheult. Ich habe mehrere Tage hier nur zu Hause gesessen und geheult. Ich bin so krank depressiv geworden. Ich habe nur geschrien die ganze Zeit. Das war so unfair. Oh mein Gott, das Video ist schlimm. Das ist nicht katastrophal, das ist schrecklich traurig. Ich denke jeden Tag an Knubbel. Jeden Tag. Und ich vermisse ihn jeden Tag. Ich habe so viel abbekommen im Internet. Über so viele Jahre habe ich viele negative Kommentare gelesen und ich bin abgehärtet. Aber bei dem Thema dachte ich mir, wenn auch nur ein Hurensohn schreibt, war auch nur ein Hund, stelle ich dich so an. Ich würde das, aber ich kann es nicht. Und deswegen wollte ich es nicht ansprechen, weil ich kann es einfach nicht ertragen. Ich kann es einfach nicht ertragen. Es war sogar, wenn Freunde hier waren, wenn Kollegen hier waren, haben Leute gefragt, jo, wo ist denn der Hund? Habe ich gesagt, ja, bei meiner Mutter oder so. Ich habe nicht mal Kollegen, die hier zu Besuch waren, habe ich nicht mal davon erzählt, weil ich habe keinen Bock gehabt, immer loszuheulen, weil ich jeden Tag geheult habe. Das war für mich einfach nur, ich kann da gar nicht drüber nachdenken. An den Moment, ich könnte nochmal so richtig schreien und ausrasten. Es war so schlimm. Es war so schlimm für mich. Es ist einfach. Und vielleicht ist deswegen einer der Gründe, warum ich in letzter Zeit vielleicht ein bisschen empfindlicher war, vielleicht ein bisschen anders oder in mich gekehrt habe, war oder irgendwas. Voll verständlich. Das ist der Grund. Vielleicht können es manche Leute verstehen. Ja, auf jeden Fall, es fühlt sich gut an, das anzusprechen. Und ich bin euch dankbar, dass ihr mir zuhört hier. Wirklich, ich frage mich seit langer Zeit, wann spreche ich das Thema an? Wisst ihr, wann spreche ich das Thema an? Aber ich hatte die Kraft nicht dafür. Ich habe mich so schwach gefühlt. Ich habe nicht die Kraft gehabt, das anzusprechen, weil für mich war es so etwas, ich wusste, ich heule auch nicht so gerne vor anderen Leuten. Jetzt ist es halt passiert und dann dachte ich, dann kann ich auch einfach jetzt erzählen. Das ist manchmal, es gibt manche Tage, da möchte ich gar nicht aus dem Bett aufstehen. Mein Hund, der hat bei mir im Bett geschlafen. Und ich habe den geliebt, wirklich wie ein Kind. Es war mein Kind, wirklich. Dieser Hund war mein Baby. Es gibt Leute, die verstehen nicht, dass Haustiere für einen wie wirklich Familie sind. Ich hatte auch zum Beispiel meinen Kater. Ich erzähle gerne noch ein bisschen was zwischendurch, weil ich will jetzt auch nicht hier flennen. In dem Sinne, weil ich mir ist es unangenehm, vor anderen Menschen zu weinen. Und die Story belastet mich gerade derbe von dem. Es tut mir auch extrem leid. Ich wünsche dem so viel Kraft, wie es nur geht. Mein Kater ist gestorben und ich habe den bekommen, als ich denken konnte ungefähr, so mit 4, 5. Da fängt man doch erst so richtig an, sich an Dinge zu erinnern. Da habe ich meinen Kater bekommen. Gestorben ist er, als ich 18 war. Da war der dann 13, war schon ein alter Kater. Der hat auf einmal einen Tumor gehabt. Wir wussten es nicht. Tumor war dann so fortgeschritten, dass wir beim Arzt waren. Ihr wisst nicht, ich habe mir wie auch so Vorwürfe des Todes gemacht, weil ich dachte, ich hätte es früher erkennen müssen. Ich wollte Tierärztin mal werden. Ich hätte viel mehr sehen müssen. Ich habe aber nichts gesehen. Der sah aus, als würde es dem richtig gut gehen, bis er auf einmal die Treppen runtergefallen ist, weil er ohnmächtig wurde. Dann hat man festgestellt, Blut war schon in der Lunge und im Magen. Und deswegen konnte er so schlecht atmen, weil die Lunge war mit Blut gefüllt. Da mussten wir den einschläfern lassen. In den Arm haben wir den halt gehalten. Meine Mom, ich weiß nicht, wer alles dabei war. Ich glaube, einer konnte nicht dabei sein. Und dann gibt es einen Lehrer, der tatsächlich meinte, oh mein Gott. Ihr müsst euch vorstellen, ich war so am Flennen, die Tage, die Wochen, wirklich monatelang nur am Flennen. Jeden Tag geschwollene Augen bis zum geht nicht mehr. Ich gehe in die Schule, da ist dieser Hurensohn-Lehrer. Hurensohn, wirklich. So ein Hurensohn. Der sagt dann, passt auf. Ich weine im Unterricht, weil ich so noch emotional berührt war. Und dann sagt der Typ so, ja, aus Spaß überfahre ich gerne Katzen. Welcher Bastard redet so? Und dann sagt er, ja, passt auf. Oh mein Gott, warum Tuch? Passt auf. Dann kam noch eine Aussage von ihm. Das war nicht das Einzige. Das, was er daraufhin gemeint hat, war, auf meiner Speisekarte steht heute wieder Katze. Ein Lehrer. Ich in dem Moment... Mein Rucksack war immer unten und er wusste, wie sehr ich Katzen liebe. Die haben sich immer einen Spaß daraus gemacht, weil ich Katzen so sehr liebe. Und die meinten immer, ich wäre so eine
crazy. Cat Lady, whatever. Ich liebe auch Hunde, by the way. Ich liebe Katzen und Hunde. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich liebe das eine mehr wie das andere. Ich liebe beide extremst. Ich, in dem Moment, gehe nach unten, unter den Tisch, tu so, als würde ich was in meiner Tasche kramen. Ich bin so am Flennen des Todes. Man hört es, meine beste Freundin, die tröstet mich. Und er schaut mich nur an, sieht es, dreht sich zum Unterricht weiter und macht weiter Unterricht. Ja, es war auch ein Typ, der mich die ganze Zeit aufgezogen hat, weil ich anstatt ich rede. Er kommt aus einem anderen Bundesland und hat immer gesagt, kannst du nicht normal reden? Herr Lehrer, was ist denn für Sie normal, du Hurensohn? Ja, er hat doch gesagt, aus mir wird nie was, egal. Das wollte ich nochmal kurz dazu erwähnen. Leute, die einfach keine Empathie empfinden können, die nicht sehen können, dass Tiere für einen sowas Wertvolles sind und dass man, guck mal, man fühlt sich so geborgen durch die, du hattest einen scheiß Tag, kommst nach Hause, deine Katze oder dein Hund begrüßt dich. Der Tag ist gerettet. Verstehen viele nicht. So imagine, Leute kommen jetzt in den Stream rein und sagen, wer hat gefragt? Nee, ich mach keinen Submode rein, weil ich so Leute nicht mal in meinen zukünftigen Streams sehen will. Du hattest nie ein Haus, du kannst so Gefühle nicht nachvollziehen. Stell dir vor, deine Mutter stirbt. Stell dir vor, dein Bruder stirbt. Stell dir einfach sowas vor. Schwester, Bruder, Mutter, Tante, Onkel. Irgendwas muss dir doch heilig sein. Irgendwas muss dir doch irgendwie, ja, irgendwas musst du doch lieben. Stell dir vor, das, was du liebst, ist nicht mehr da. Vergleichst du das gerade mit Menschen? Ah, da ist jemand dafür. Perfekt. Da haben wir die erste Person, die lost as fuck ist. Ja, ich vergleiche es mit Menschen. Und dieser Schmerz, dieser Verlustschmerz war, es war einfach nur ganz hart. Es war ganz hart, es war, kann man gar nicht beschreiben. Und jeden Tag vermisse ich ihn. Es macht ja auch vieles einfacher, wenn man das einfach anspricht. Weil so ein Geheimnis mit sich rumzutragen ist auch nicht leicht. Meine ganze Familie hat diesen Hund geliebt, alle vermissen den. Alle waren natürlich super traurig. Es war... Es war einfach unfair, es war so richtig unfair. Es fällt mir einfach wirklich schwer, das zu akzeptieren. Ich konnte es einfach lange Zeit gar nicht akzeptieren. Ich konnte es nicht akzeptieren. Ach Leute, ihr seid alle so süß. Ich würde euch am liebsten alle umarmen. Ich wünsche am liebsten alle umarmen. Ich wünsche auf jeden Fall jedem, der hier gerade zuschaut und vielleicht auch einen Verlust hat oder auch einfach generell gerade eine schwierige Zeit hat, ich wünsche euch einfach ganz viel Kraft und ganz viel Liebe. Ja. Gebt niemals auf. Küsse, Küsse. Erstmal danke ich euch allen fürs Zuhören. Das hat mir sehr viel geholfen. Ich fühle mich sehr befreit. Das war eine Last, die ich mit mir rumgeschleppt habe. Es fühlt sich sehr gut an. Auf jeden Fall mein Beileid. Tut mir sehr leid. Klar kann man nicht das Haustier einfach durch ein anderes ersetzen, das ist eigentlich logisch. Bei uns war das so, mein Kater ist ja gestorben, ich habe mir einen Monat später eine Katze geholt, habe ich mir zwei Katzen geholt, weil ich einfach nicht ohne Haustiere leben kann. Also ich konnte es nicht verkraften, nach Hause zu kommen. Ich habe immer auf die Lieblingsplätze von meiner Katze geschaut, keiner lag da, nichts hat gemiaut, gar nichts war da. Und ich brauchte einfach eine Katze, die da ist. Dass dieses Video Dislikes hat, ja klar, vor allem hat es 1155. Eine Frage am Rande, wie kann man sowas disliken? Wie ich darüber weggekommen bin, durch meine neuen Katzen. Ich habe denen so viel Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt. Ich habe trotzdem noch viel geweint, aber es wurde leichter. Aber wenn ich drüber rede, dann kommen natürlich Emotionen wieder hoch und das versuche ich irgendwie ein bisschen zu unterdrücken. Es kommt nicht auf die Like-Dislike-Zahl an, es kommt darauf an, dass es überhaupt Dislikes hat. Das meine ich. Das kann doch nicht sein, dass so ein Video, wo man darüber spricht, dass es nicht sein kann, dass Giftköter einfach rausgeschmissen werden, dass es gedisliked wird. Das glaube ich nicht.